So, herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit Let's Play Stasis, Folge 22. In der letzten Folge, glaube ich, haben wir dieses Minispiel gemacht, wo wir uns das Ding rausoperiert haben. Dieses PDAT, glaube ich. Und jetzt geht's weiter. Er ist mächtig am Arsch. Logischerweise. Hier geht's nicht weiter. Mal gucken. Wie lange das Spiel noch geht. Es soll ja nicht so lange gehen. Deswegen kann das sein, dass ich mich mega dämlich angestellt habe. Was ist denn jetzt los? Es ist übrigens eine neue Aufnahmesession. War hier schon so viel Blut? Boah, brauche ich lange. Perfekt, und jetzt muss ich auf Toilette. Ich denke mal, dass ich da durch muss, dass es da weitergeht. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, Kraft fällt aus, das haben wir. Er kann auch nicht mehr schneller laufen. Was haben wir denn auch so? Wir haben das Ding jetzt. Ach so. Wahrscheinlich müssen wir das da jetzt hinlegen. Oder? It doesn't work like that. Obwohl es gibt da gar keinen Sinn. Okay, das geht schon mal nicht. Boah, es ist unangenehm, weil es jetzt so arschlangsam ist. Wozu brauche ich denn jetzt Johns persönliches Datentag? Ja, aber. Wir sollten uns das ja rausschneiden, damit wir irgendwo weiterkommen, aber ich habe tatsächlich gerade keine Ahnung, wo wir weiter müssen. Sollen wir wieder zurückgehen? Das würde ja gar keinen Sinn ergeben. Ach, wir können jetzt den Fahrstuhl benutzen, natürlich. Das war's nämlich. Ja, falls ich es noch nicht erwähnt habe, ich glaube, ich habe es schon erwähnt. Für mich ist es eine neue Aufnahmesession. Na toll. Biologische Quarantäne, das bedeutet immer nichts Gutes. Level 2. Kitchen knife and snowflake are off limits. Level 3. Hydroponics is off limits. Was zur Hölle? Perfect. Where are you, John? What about the PDT? I can't track shit. Hydroponics. Well, what's left of hydroponics? The shaft's covered in growth. I'm not going anywhere. Listen, wait. Let me check the blueprints. Yes, hydroponics has a service elevator. Affirmative. Keep me in the loop. Was ist wohl mit ihr auf sich hat? Das helle Licht in diesem Türeingang, da darf ein weiteres Labor hin. Das muss ja hier die
Edwin Tiong. Das muss ja hier die Stelle sein, wo sie diesen Pilz, den anderen Pilz gegenübergestellt haben. Da geht's durch, dann gehen wir erstmal hier durch. Ach, du Scheiße. This is ridiculous. How did it grow this wild in a few months? Kaputter Zerstäuber. Der Zerstäuberkammern wurden umgestoßen und liegen jetzt noch zu Hause. Kane developed the technology to accelerate plant growth. Oxygen is big business. Der Zerstäuber ist zu schlimm beschädigt, als dass noch repariert werden könnte und komplett von Lianen umschlungen. Zerstäuberbeil, das Untersuchungsplattform für Exemplare und Proben, die in den Glaskammern hineingelegt wurden, werden. Ein kleiner Arbeitstisch. Rauschender Monitor, ein weiterer Monitor, das Lieblingsprogramm auf dem Schiff abspielt. Rauschen. Die Luft ist von einem speziellen Dschungelgeruch erfüllt. Pflanzen produzieren süße, cremige und verführerische Gerüche. Die überraschend angenehme Aroma des Unterholzes wird von fleißigen Ventilatoren im Zaum gehalten. Bewuchung. Ein Netz aus grünen Venen schlängelt sich über die Oberfläche. Keita Yamada. Und da ist ein Terminal. Die Lianen haben viele der Laboroberflächen bedeckt. In einigen Bereichen ist die Wand und der Fußboden dem verflochtenen Gewebe gänzlich verschwunden. Das ist eine Tür, die verschlossen ist. Wahrscheinlich können wir die hier irgendwo öffnen. Aber er kann wieder normal laufen, das ist gut. Ach du Scheiße. 2. Januar, endlich. Sebastian Gray. Endlich, wir haben mehr Platz für den Lyn-Sesil-Havil-Stamm, an dem ich so hart gearbeitet habe. An Tagen wie diesen zeigt die Menschheit wirklich, warum sie vor allem vor allen anderen aus den Ozeanen gekrabbelt kam. Mein Bereich wurde vergrößert. Ich habe mehr Mitarbeiter, das ist wahr, aber sie sind Drohnen und haben wenige andere Funktionen. Jetzt können wir das Forschungspotenzial vom Projekt Kitchen Knife erweitern und schauen, was diese Pflanzen noch hergeben. Die Sauerstoffproduktionsrate vielleicht weicht erheblich von dem ab, was die anfänglichen Schätzungen hätten vorhersagen können. Letztes Jahr wurde das zum schlechtesten gehütesten Geheimnis auf der Groom Lake. Und auf einmal hatte ich mehr Praktikanten, als ich sinnvoll hätte unterbringen können. Ihre einzige Aufgabe ist es, überall herumzustolpern und nervige Fragen zu stellen. Ich habe viel zu wenig Zeit, um die zu beantworten. Wäre doch unsere Welt mehr wie die der Insekten. Ich habe zahlreiche Arbeitskräfte an Drohnen, aber niemand davon ist unangeschränkt loyal. Bienen arbeiten und arbeiten. Ihr Glaube an ihre Königin ist unbeirrbar und hinterfragt nicht. Diese Art der Loyalität ist unbezahlbar. Meine Praktikanten haben bestimmt ihren Nutzen, schätze ich. Wir brauchen immer Freiwillige, die bereit sind, sich in der Nähe der Königin zu wagen. 16. Februar. Bin ich eigentlich nur von Mensch gewordenen Unfähigkeit umgeben? Einer dieser verblödeten Praktikanten ist der Königin zu nahe gekommen und sie hat ihm ihre Zuneigung gezeigt. Ganz amüsant. Das Ganze nur nicht für ihn. Das bedeutet allerdings auch, dass ich noch eine Nachbesprechung mit dem Vorstand über mich ergehen lassen muss. Dr. Malin stellt mich zu gerne auf die Probe. Ich sehe ihn auf der Anhörungsbank sitzen und mich mit dieser hochmütigen Miene angrinsen, die er über die Jahre perfektioniert hat. Ich schätze, ich muss mich bei ihm für meine jetzige Position bedanken, denn dank seiner Empfehlung hat mich der Vorstand überhaupt erst eingestellt. Trotzdem glaube ich, dass er wirklich Gefallen an diesen kleinen Machtspielchen gefunden hat. Er hat mich gern unter seine Fuchtel. Das, mein lieber Doktor, ist allerdings nur eine vorübergehende Situation. Sobald dieses Projekt abgeschlossen ist, werden die Schachspiele, die wir so oft austragen, nicht mehr unser einziges Schlachtfeld sein. Was das Projekt angeht, sind einige der Insekteneier nicht erwartungsgemäß geschlüpft. Ach, das geht wirklich um Insekten, okay? Ich habe gedacht, das ist eine Metapher gewesen.
Ich habe den Verdacht, dass die Königin deshalb aggressiver war als gewöhnlich. Es gibt mehr als genug Drohnen, die die Sammlung fortführen können. Ihre einzigartigen chemischen Eigenschaften wirken Wunder an den Pflanzen, auch wenn mir seit dem letzten Vorfall die Praktikanten ausgegangen sind, die bereit wären, in ihren direkten Nähe zu arbeiten. Die Mitarbeiterin, die ich am meisten schätze, ist Akisa. Zu meiner Überraschung habe ich festgestellt, dass sie mit dem legendären Dr. Tenshu aus dem Eugenik-Kriege verwandt ist. Ich hatte überlegt, es ihr gegenüber anzusprechen, aber sie scheint sich merkwürdigerweise zu schämen, dass er zu ihren Vorfahren zählt. Ohne Männer wie ihn wäre unser Beruf nur eine leere Hülle dessen, was er heute ist. Andererseits wäre die Genforschung ohne ihn nicht mehrere Generationen zurückgeworfen worden, oder? Ach ja, das ethische Dilemma, dem wir Männer der Wissenschaft uns gegenüberstehen. Ja, das ist ein verrückter Schnippelchirurg, der hier irgendeine Scheiße zusammengekleistert hat. Na, 16. Juli. Die Insekten sind unruhig. Sie toben in ihrer Apiarien und sind aggressiver als gewöhnlich. Meine persönliche Schlussfolgerung ist, dass die Anwesenheit dieser Marineschläger an Bord des Schiffes der Grund dafür ist. Überall sind bewaffnete Wachen. Neulich hat mich einer von denen angehalten und mich gefragt, warum ich in die Hydrokultur will. Nachdem ich ihm erklärt hatte, dass ich der Chef des verdammten Projekts bin, habe ich dafür gesorgt, dass er von seinen Posten und dann vom Schiff entfernt wurde. Das ist der blanke Wahnsinn. Wie soll ich mit diesen Schlägern hier überall Fortschritte erzielen? 23. September. Ich kann mich erinnern, mehr mich über die Praktikantenschwämme gesperrt zu haben. Wären sie doch jetzt noch hier. Ivan und Theodore sind beide gestern aus ihren Zimmern verschwunden und ich musste mit der Security über ihren Verbleib sprechen. Sie waren Akisas Assistenten und jetzt sind die Produktion des Gelee Royal der Königin exponentiell zurückgegangen. Das war ein herber Schlag. Aber in unseren Pflanzentöpfen ist eine ziemlich außergewöhnliche Anomalie aufgetreten. Eine bisher unbekannte Pilzart, der Ursprung ist mir ein Rätsel. Also hier auch der Pilz. Das fungale Wachstum ist faszinierend. Ich dachte zunächst, dass es sich um eine ganz banale Schimmelart handelt, wie man sie im Garten findet, aber eine grundlegende Analyse von Akisa scheint eine neuronale Aktivität zu belegen, was so viel heißt, wie dass er rudimentäre Zeichen von Intelligenz aufweist. Wir haben ja schon einige ungewöhnliche Spezies hier geschaffen, aber die Vorstellung eines quasi intelligenten Pilzes, der von alleine wächst und sich entwickelt, ist atemberaubend und ehrlich gesagt beängstigend. Ich habe Akisa und die Überreste ihres Teams gebeten, den Pilz zu kultivieren. Aber Vorsicht, dahingehend walten zu lassen, wo er verbreitet wird. 24. Oktober. Einer von Dr. Marlins Assistenten hat mich gefragt, ob die Pilzsubstanz, die in den Tiefen des Schiffs entdeckt wurde, irgendetwas mit uns zu tun hat. Ich habe natürlich gelogen, aber das ist alarmierend. Zunächst sind unsere Experimente gediehen. Vielleicht haben wir in letzter Zeit mehr Mitarbeiter verloren, aber unsere Experimente waren überaus fruchtbar. Unter uns gesagt sind die Eigenschaften dieses Pilzes ebenso außergewöhnlich wie beängstigend. Er hat die bemerkenswerte Fähigkeit, die Kontrolle über das zentrale Nervensystem und den Hypothalamus eines lebenden Subjekts zu übernehmen, so wie bei dem Affen, den wir zu Testzwecken verwendet haben. Der Affe hat in den ersten Tagen, nachdem er dem Pilz ausgesetzt war, gequietscht und außer sich vor Wut um sich geschlagen. Doch dann hat er seine Umgebung beobachtet, wurde still und auf unheimliche Weise intelligent. Es ist eindeutig aggressiv, aber welches Virus ist das nicht? Also der Pilz schleicht sich in den Kopf ein und übernimmt die Leute. Klingt so ein bisschen wie der Cordyceps-Pilz aus Last of Us. Oder wer die Serie Expanse kennt, mehr will ich dazu nicht sagen, weil ich dazu noch ein eigenständiges Video machen möchte zu dieser Serie. Ja. Einfach mal anschauen, das ist so ähnlich. 1. Dezember. Nein, 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 es ist offiziell, wir haben die Kontrolle über das Deck verloren. Eden ist jetzt eindeutig in den Fängen des Monsters. Der Monster. Es sind merkwürdige Dinge geschehen. Ich habe zugesehen, wie der Pilz die Kontrolle über das Deck übernommen hat, wie er die Besatzung besiedelt hat.
und zu meiner großen Schande habe ich ihnen beim Sterben zugesehen und ihren toten Körper untersucht. Niemand kommt an den Töpfen vorbei, weil die Insekten so aggressiv sind, dass sie selbst Solomon, als er in seinem Strahlungsanzug vorbeiging, das Ding vom Körper gerissen und ihn totgestochen haben. Es dauerte nur wenige Augenblicke. Ich lebe trotzdem in der Hoffnung, dass die Insekten sich an mich als ihr Schöpfer erinnern und mich vielleicht als einen der ihren sehen. Ja, glaube ich wohl eher nicht. Dr. Gray, ich möchte weder unprofessionell noch unfreundlich erscheinen, aber ich möchte Sie bitten, mich hinsichtlich meiner Vorfahren nicht weiter unter Druck zu setzen. Wegen meines familiären Hintergrunds wurde mir beinahe der Zugang zum Medizinstudium verweigert und die Schikanen, die ich von meinem Kommilitonen wegen meines Großonkels erdulden musste, waren unerträglich. Mir sind seine Taten absolut bewusst und ich habe zahllose Fotos und Dokumente gesehen, die die Konsequenzen seiner Arbeit belegen. Ich habe diese Position angenommen, um unsere Welt zum Besseren zu verändern, nicht um an die Leichen im Keller meiner Familie erinnert zu werden. Bisher habe ich unsere Arbeitsbeziehungen als sehr positiv wahrgenommen, Dr. Gray. Aber ich würde es vorziehen, wenn meine Familiengeschichte nicht weiter Thema unserer Gespräche wäre. Vielen Dank für Ihr Verständnis, Akisa. Das ist ja das, was wir schon mitbekommen haben im Gallus im Text. Okay. Von irgendjemand. Dr. Gray, ich habe unser Essen gestern sehr genossen. Es war sehr erfrischend, einen Mann auf diesem Schiff so offen sprechen zu hören. Ich weiß Ihre Offenheit zu schätzen und ich bin ebenfalls der Ansicht, dass es vielleicht an der Zeit war, dass der Vorstand ein bisschen wachgerüttelt wurde. Auch wenn es sich nur um eine Feststellung und nicht um einen Plan handelt, bin ich doch der Ansicht, dass die oberste Führungsschicht frisches Blut gebrauchen könnte. Sollten Sie sich entschließen, sich selbst diese Herausforderung zu stellen, hätten Sie meine volle Unterstützung. Ihr makelloser wissenschaftlicher Stammbaum belegt Ihre Qualifikation aufs Deutlichste. Ach, übrigens, wissen Sie, wo diese neue Fracht aufbewahrt wird? Es scheint mir doch eine ziemliche Ressourcenverschwendung, wenn Sie uns nicht einmal sagen wollen, wo es ist. Viele Grüße. Interessant. Was mir übrigens gerade auffällt, ich mag das nicht, wenn man Texte auf irgendwelchen Hintergründen hat, die man dann den Text so unglaublich schwer lesen kann. Das ist eben gerade, der Hintergrund hat mich so ein bisschen gestört gerade von diesem Monitor. Sah komisch aus. Gehen wir mal hier lang. Oh, da sind die Insekten. Oh, fuck. Die Insekten schwimmen eng herum, ihre Körper leuchten wie Feuerfliegen. Der Tank stößt ein weiches mechanisches Inhalationsgeräusch aus, während er den Sauerstoff sammelt, der von der reichen Pflanzenwelt produziert wurde. Ein zartes Zischen deutet darauf hin, dass der Sauerstofftank sich weiterhin dreht. Ein Tank, um den Sauerstoff zu sammeln, der von der reichen Fauna der Hydrokultur produziert wurde. Leiche, Charles Young und Jim Taylor. Der Beobachtungstürme über den Gewächsplatz bieten eine unglaubliche Aussicht über den üppigen Eden darunter. Der sich schnell drehende Ventilator verteilt einen schweren Geruch botanischer Gewächse im Raum. Der Ventilator dreht sich schleichend, während die Lianen sich langsam durch die Spalten zwischen den Rotorblättern hindurch schwinden. Die hängenden Lianen erstrecken sich über den Raum, ihre Ranken hängen wie die Beine von Tausendfüßler herunter. Es ist nicht erkennbar, ob die Pflanzen sich um eine bestehende Struktur schlängelt oder die Distanz selbstständig zurückgelegt haben. Ich werde mal speichern. Oxygen levels increasing.
Ja, wenn ich dahin gehe, bin ich doch tot. Chris Rogers, Steuermann. Boah, ist das fies! Ist das widerlich. Bernsteinstoff vom Baum, aber die Großteil hat sich verfestigt und in eine unglaubliche harte Materie verwandelt. Ein großer, urig gewachsener Baum spießt aus einem Gehäuse im Boden. Der Baum wird durch zwei Schläuche mit der Milch aus der Kreatur gefüttert. Milchverarbeitungsanlage. In diesem Behälter wird die Verarbeitung von Milch aufbewahrt. Melksaugnapf. 7 organische Saugnäpfe wurden eigens angefertigt, um die Ausscheidung dieser Kreatur abzufangen. Boah, ist das ekelhaft! Ein fleckiger Unterleib geschwollener Eiersack oder eine dicke Milchdrüse, wahrscheinlich alle drei. Es ist schwer, die schiere Größe und die Form dieses Insektenkreatur zu erfassen. Euterartige Ausbeulungen erspießen aus dem knollenförmigen Unterleib, während die Beißzangen in die Luft herumstechern. Gott. Diesen Tank wird die von diesem Vieh gemelkte Milch gesammelt. Kammer der Königin. Bericht Lebenszyklus der Königin, Woche 39. Montag. Gesund und ruhig, reagiert auf Reize. Melken normal. Dienstag, keine Aktivität. Mittwoch, gesund, gesteigerte Aggression. Empfehlung, melken nur durch erfahrenes Personal. Donnerstag, keine Aktivität. Freitag, gesund, äußerst aggressiv. 3 Mitarbeiter beim Melken verletzt. Samstag gesund, still, ungewöhnliches Brutverhalten, melken normal. Sonntag gesund, aggressiv, ein Todesfall durch Giftstacheln. Ach, durch Gifttaschen. Abgaspumpen aktivieren. Milchsammeltablett. Was hab ich da jetzt? Milch der Königin. Probably not a good idea. Februar. Oh, gepriesen sei Gott, der Allmächtige. Ich konnte nicht glücklicher sein. Dr. Gray hat mich zur Seite genommen und gesagt, ich sei die Einzige, die über die Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt, um die Kontrolle über die Zucht zu übernehmen. Er hat mich direkt befördert und sagte, ich wäre jetzt persönlich verantwortlich für die Königin. Das Gelee Royal, das sie produziert, hat sich als unglaublich nützlich erwiesen. Durch meine eigene Analyse habe ich entdeckt, dass das Gelee nicht nur eine unverzichtbare Nährstoffe für die Insektenpopulation ist, sondern auch über andere erstaunliche physische Eigenschaften verfügt. Es beschleunigt die Verbindung einiger Stoffe auf molekularer Ebene, wirkt als Verdickungsmittel für viele natürliche Substanzen und regeneriert darüber hinaus ihre natürlichen Eigenschaften. Mit etwas Entwicklung kann ich mir gut vorstellen, dass wir damit einen echten medizinischen Durchbruch erreichen können.
Ich sehe schon vor mir, wie die Ärzte in Krankenhäusern auf der Erde unsere Bindemittel dafür benutzen. Wunden sofort zu heilen. Vielleicht wird der Name Tenchu dann in der Medizingeschichte gepriesen und nicht geschmäht. 10. März. Die Königin ist ein temperamentvolles kleines Ding. Die Dame hat eindeutig Feuer im Arsch. Aber Fräulein Königin, du scheinst zu vergessen, ich bin in einer Familie mit nicht nur einen feuerspannenden Drachen aufgewachsen. Wenn ich mit meiner Mutter klarkomme, bist du eindeutig keine Herausforderung. Ha! Wobei, wenn sie gemolken wird, ist sie relativ ruhig. Ich kann wirklich sagen, dass sie ziemlich an mir hängt. Ich bin ganz sicher, dass sie mich angeschnurrt hat. Anders kann ich es nicht beschreiben. Ich weiß ja, sie ist ein Insekt und so, aber es klang wirklich zustimmend. Meine Eltern hatten Bienenstöcke, von daher war ich nicht zimperlich, was Insekten betrifft. Und ich kann zwischen Aggression und Wohlgefallen unterscheiden. Ich bin immer noch die Einzige, die sich in ihr nähern kann, ohne gebissen zu werden. Und ihr Bisse hinterlassen üble Spuren, echt wahr. Hodgins meinte, er wird über die Nebenwirkungen berichten, wenn er nicht mehr krankgeschrieben ist. Eine andere Neuigkeit ist, dass Dr. Merrick, einer von Dr. Grays untergebenen Proben des Gelees für Experimente mit seinen Baumharzen angefordert hat. Er meint, es kann eventuell Verwendung als Industriekleber finden. Das weicht zwar um einiges von meiner eigentlichen Absicht ab, aber es ist immerhin ein Anfang. 12. August. Ich versuche so sehr optimistisch zu sein, der Mensch mit dem unerschütterlichen Enthusiasmus, aber was, wenn man Gerüchte hört, die einem zutiefst zuwider sind? Ich habe versucht, das abzuschütteln, aber in letzter Zeit wird es immer schwieriger, es zu leugnen. Ich habe Geräusche aus dem Aufzugsschächten gehört. Das Geräusch eines heulenden Kleinkinds, das vor Schmerzen schreit und dann plötzlich zum Schweigen gebracht wird. Es ist kein Gerücht. Manchmal liege ich nachts wach und könnte schwören, ich höre Kinder weinen. Ich träume doch nicht. Ich bin zu Engracer gegangen, um über meine Ängste zu sprechen. Er hat mir was zum Schlafen verschrieben, aber etwas in seinen Augen hat mir verraten, dass er weiß, dass ich wirklich etwas höre. Und was noch schlimmer ist, dass er es auch hört. Mehr Gerüchte. Dr. Malin benutzt Kinder für seine Forschung. Das muss ich ignorieren. Wenn das wahr wäre, würde er von Kane doch sofort gefeuert werden. Ganz sicher. Selbst Dr. Gray scheint dieses Thema nicht diskutieren zu wollen. Und er ist der Mann, der selig geschlummert hat, als die Königin Isaac die linke Wange aus dem Gesicht gerissen hat. Autsch. 22. September. Geht Doktor mal wieder das Personal aus? Ich muss mal wieder mehrere Projekte managen. Oh, nur, dass es sich diesmal um die Untersuchung von akut destruktiven Sporen, die einige der Pflanzentöpfe infiziert haben. Erste Beobachtung, es handelt sich um einen parasitären Pilz, der schneller wächst als gewöhnliches Unkraut. Und meiner Ansicht nach sollte er wie ein gewöhnliches Unkraut vernichtet werden. Aber ich weiß, dass Dr. Gray das nicht tun wird. Viele der alten Doktoren sind ja ein jeder neuen Spezies etwas, das es auszubeuten oder als Waffe zu verwenden gilt. 31. Oktober. Irgendetwas regt sich in der Dunkelheit. Ich weiß nicht, was es ist und ich habe zu viel Angst, um es herauszufinden. Als Yvonne und Theo vor einem Monat verschwanden, nahmen wir an, sie wären irgendwie desertiert. Zumindest war das die Meinung, die Dr. Malin und der Vorstand offiziell vertreten haben. Aber die Geschehnisse gestern Abend haben bewiesen, dass etwas hier bei uns an Bord ist. Gott allein weiß, wo es herkommt. Die Königin war sehr viel wilder, als ich sie bisher erlebt habe. Und sie zu melken war eindeutig eine größere Herausforderung, als ich es kenne. Edmund hat assistiert, wir waren unterbesetzt und einige von den Freiwilligen weigern sich schlichtweg, zur Arbeit zu kommen. Die Umgebung der Königin ist erheblich gestört worden, daher sind ihre aggressiven Tendenzen sehr ausgeprägt. Edmund wollte gerade die Hydrokultur verlassen, als es passiert ist. Etwas, ein Ding, zerrte ihn in eine der Luftschlechte. Ich habe nicht viel erkennen können. Ich sah nur, wie er auf die Dekontaminierungskammer zuging und plötzlich zappelten seine Beine in der Luft. Was immer es war, es riss ihn hoch in die Decke und er schrie wie ein abgestochenes Schwein. Morgen kündige ich. Von so abgefahrenen Kram stand nichts in meinem Vertrag. Ich habe bei Kane angefangen, um der Menschheit zu dienen und den Namen meiner Familie reinzuwaschen. Nicht um dabei zuzusehen, wie meine Kollegen von einer Spezies abgeschlachtet werden, deren Existenz Dr. Malin weder bestätigen noch abstreiten will. Ja, da war ganz schön die Kacke am Dampfen.
3. Dezember hätte ich doch nur wirklich gekündigt, als ich es vorhatte. Ich hätte sie doch nur meine Forderung nicht ignoriert. Was? Und hätten sie doch nur meine Forderung nicht ignoriert, diese toxischen Pilze zu zerstören. Das Zeug wächst jetzt auf mir, auf meiner Haut. Es gräbt sich in mein Fleisch. Oh, scheiße. Die Insekten haben heute wieder angegriffen und es scheint immer schlimmer zu werden. Ein Schwarm von Dr. Gray umgebracht. Ein Schwarm hat Dr. Gray umgebracht und jetzt ist er nur noch Dünger für diese gefräßigen Schimmel, der ihn so interessiert hat. Die nicht infiziert sind, starten einen Fluchtversuch. Da gehöre ich nicht dazu. Die Notfackeln halten die Insekten fern, also habe ich ihnen gesagt, sie sollen mir die Fackeln geben, damit ich die Viecher aufhalten kann und sie entkommen können. Ich hoffe, sie fliehen bald. Dieser Pilz macht mich ganz komisch im Kopf und ich bin sicher, dass ich fühlen kann, wie er sich durch meinen Gehörgang frisst. Scheiße, ey. Akisa, bei allen Respekt, sorgen Sie doch bitte dafür, dass Ihre Gruppe die lächerlichen Streiche in den Befruchtungskammern hinterlässt. Ich gebe zu, dass sie wohl kaum gefährlich sind, aber sie sind würdelos. Ich möchte definitiv nicht dabei sein, wenn ein Inspektor von Kane auf Theodora trifft, der mir mit erhobenen Händen vor der Königin davon rennt und schreit, "Überall auf mir sind Bienen!" Das ist unprofessionell. Bitte geben Sie Anweisung, diesen Unfug umgehend zu unterlassen. Lieber Akisa, keine Sorge, ich glaube nicht, dass du den Verstand verlierst. Geister sind eine Möglichkeit, allerdings nehme ich an, dass das, was du da hörst, einer der Geräusche von Geräten in anderen Teilen des Schiffs sind. Ich denke, dass momentan eine tiefe Schlucht zwischen dir und der körperlichen und der geistigen Welt klafft. Also versuche, dich zu beruhigen. Wenn du möchtest, spreche ich mit jemandem im Frachtlager über diese Geräusche. Aber ich würde mir wirklich keine Sorgen machen. Du musst dich nicht fürchten. Diese Insel ist voll von Getöse. Endlich kann ich mal ein Zitat von Shakespeare anstatt aus der Bibel anbringen. Schlafe eine Runde und probiere es vielleicht mal mit weniger Nachtschichten. Eleanor. Ich würde sagen, genug Text für diese Folge. Ich werde mir noch mal was Warmes gönnen. Ich brauche nämlich was zu trinken. Meine Kehle ist total staubtrocken. Und dann würde ich sagen, versuchen wir mal unser Glück hier beim nächsten Mal ein bisschen darum zu experimentieren, ob wir hier was kaputt machen können. Das Vieh sieht eklig aus. Schauen wir mal. Okay. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.